So, willkommen und hallo zu unserem ersten Webinar, wo wir ein bisschen mehr erklären, was das Crowd Network ist, wie der Crowd Token funktioniert und was das überhaupt alles mit diesem ganzen ICO-Ding denn sein soll. Bevor es losgeht, ein paar ganz wichtige Dinge. Wenn es Fragen gibt, bitte die Chat-Funktion nutzen und dort Fragen stellen. Wir werden versuchen, alle Fragen im Laufe des Webinars bzw. nach dem Webinar zu beantworten. Alles, was sich heute nicht mehr live in der Session ausgeht, werden wir danach entweder über den Blog, über die Webseite oder per E-Mail direkt beantworten. Das heißt, wir bemühen uns wirklich, keine Fragen offen zu lassen und auf alle Fragen einzugehen. Wie erwähnt, es geht heute um das Crowd Network und den ICO von Conda. Wer sitzt hier vor euch? Mein Name ist Daniel Heug, ich bin einer der beiden Gründer und Co-Geschäftsführer von Conda. Und ich darf euch heute ein bisschen tiefer in die Materie einführen und ein paar Details zu unserem Initial Coin Offering präsentieren. Wer ist Conda überhaupt? Ich denke, die meisten von euch kennen uns schon. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz darauf eingehen, weil es, glaube ich, auch sehr wichtig ist, bei dem Thema ICOs und bei dem ganzen Thema Cryptocurrencies ein bisschen auch zu zeigen, dass wir jetzt kein Unternehmen sind, das es erst seit gestern gibt, sondern Conda gibt es seit mehreren Jahren. Wir haben vor kurzem unser 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Das heißt, wir sind schon lange im Markt. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Unternehmensfinanzierung. Seit der Gründung haben wir mittlerweile fast 25 Millionen Euro finanziert. Das entspricht über 100 Unternehmen, die erfolgreich Kapital über unsere Plattform eingesammelt haben. Wir haben ein Netzwerk von über 10.000 Investoren und über 30.000 registrierten Nutzern. Das heißt, man sieht hier, wir haben schon einiges getan, aber das ist erst der Anfang und wir haben noch lange nicht genug. Und deshalb nähern wir uns jetzt dem neuen Thema rund um das ganze Thema Cryptocurrencies. Was ist vielleicht noch wichtig zu wissen? Neben dem, dass wir eben Startups lange Zeit als Hauptfokus hatten, haben wir vor mehreren Jahren begonnen, uns ganz stark auch rund um das Thema klein- und mittelständische Unternehmen zu kümmern, weil wir auch dort sehen, dass dort ein immer größerer Bedarf nach Finanzierung ist. Eines der größten Projekte, was man vielleicht kennt, ist mit 3 Millionen Euro ein Teil der Stadionfinanzierung des SK Rapids gewesen. Eine der schnellsten Kampagnen bisher waren 1,5 Millionen Euro, die wir über die Plattform finanziert haben. Auch interessant, was auch wahrscheinlich nicht jeder weiß, ist, wir haben vor knapp 2 Jahren begonnen, unsere Plattformtechnologie zu lizenzieren. Das ist das, was hier gemeint ist mit White Label Plattform. Das heißt, wir ermöglichen es anderen Unternehmen, die auch im Crowd Investing tätig sind, basierend auf unserer Technologie, selbst Crowdfunding und Crowd Investing anzubieten. Warum tun wir das? Besonders daher, weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Crowd Investing nichts ist, was nur auf einer Plattform basiert, sondern es basiert auf ganz vielen Plattformen, das basiert in einzelnen Regionen, das basiert in unterschiedlichen Industrien. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, das werden wir nicht alles allein schaffen, aber wir wollen das gemeinsam mit anderen auf die Beine stellen. Und deshalb haben wir begonnen, diese Plattformen umzusetzen und hier partnerschaftlich gemeinsam Unternehmen und Projekte zu finanzieren. Derer gibt es mittlerweile 8 Plattformen und mehrere weitere sind gerade in der Umsetzung. Gehe ich dann später auch noch mal ein bisschen genauer darauf ein. So, jetzt habe das nicht nur ich in den letzten Jahren gemacht, sondern hinter Conda steht mittlerweile ein erfahrenes und wirklich tolles Team. Wir haben hier nur ein paar Leute. Es ist gar nicht genug Folien da, um zu zeigen, wer alle da dahinter steht. Aber in den letzten Jahren ist das Team von Conda auf über 30 Leute gewachsen. Das besteht aus erfahrenen Leuten aus Wirtschaft, aus den Kreativbereichen, aber auch von Technologie, aus dem Finanzbereich etc. Das sind wirklich nur ein paar Auszüge des gesamten Teams. Das Tolle, was man wirklich hier sagen kann, ist auch, dass das Team jetzt schon im Großteil seit langer Zeit zusammenarbeitet. Also für das, dass es uns seit etwas mehr als 5 Jahren gibt, haben wir ganz viele Leute, die seit Anfang an dabei sind. Und auf das sind wir auch wirklich stolz, weil man auch da sieht, was wir hier gemeinsam schaffen können und wir auch in den letzten Jahren gezeigt haben, dass wir nicht nur Teams in Österreich haben, sondern wir haben Teams in Deutschland, in der Schweiz, in Slowenien, Slowakei. Das heißt, wir haben hier in ganz vielen unterschiedlichen Regionen Teams, die gemeinsam daran arbeiten,
Conda wachsen zu lassen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Wir haben auch einige Partner und Unterstützer, die uns helfen, jetzt gerade in dem ganzen Thema Krypto, Blockchain etc. aktiv zu sein. Aber wir haben auch seit mehreren Jahren hinter uns ganz erfahrene Business Angels und Investoren. Einen, der weltweiten Ruhm hat und bekannt ist, der auch einer unserer Aktionäre ist, ist zum Beispiel der Hermann Hauser. Der Hermann Hauser hat vor Jahren in Cambridge das Unternehmen Arm Technologies gegründet, die Mikroprozessoren entwickeln, und das Unternehmen ist vor 1,5 Jahren an Softbank um, ich glaube, 50 Milliarden US-Dollar verkauft worden, und er ist einer der Gründer gewesen, ist seit Jahren erfolgreicher Unternehmer, Investor, hat einen der größten Venture Capital Fonds in Europa, und wir sind natürlich sehr stolz, ihn auch bei uns als Investor begrüßen zu dürfen. Nico Alm, Startup 300 und einige mehr, das heißt, wir haben hier wirklich ein tolles Netzwerk an Investoren hinter uns. Auf der anderen Seite auch sehr viele wirklich erfahrene Partner und Berater im Bereich ICOs und Cryptocurrencies, wie zum Beispiel den Jürgen, der selbst in Hongkong sitzt, seit Jahren in dem Bereich tätig ist, oder Riad, die Jungs sind seit eigentlich am Beginn, wo noch keiner über Krypto und über Bitcoin und Ähnliches gesprochen hat, waren die schon ganz vorne dabei und unterstützen uns hier auch in der Weiterentwicklung. Wo stehen wir und wo geht die Reise hin? Wie wir 2013 angefangen haben, war ganz stark der Fokus, wir etablieren Conda als Crowdinvesting-Plattform. Das heißt, bei uns kann jeder ab 100 Euro in Unternehmen investieren. Und wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann verdient man mit. An dem hat sich eigentlich nach wie vor nichts geändert. Das heißt, das ist auch nach wie vor das Ziel. Der Weg zum Ziel hat sich nur ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben einfach gesehen, dass eben es nicht reicht, allein eine Plattform in mehreren Ländern auszurollen, sondern dass man eben in einem Netzwerk gemeinsam, basierend auf der gleichen Technologie, mit Partnern, die auch unsere Technologie nutzen, einfach mehr erreichen kann. Man kann neue Zielgruppen erreichen, man kann andere Unternehmen erreichen, man kann andere Regionen erreichen etc. Deshalb haben wir uns 2017, 2018 ganz stark auf das Thema Plattform as a Service, White Labeling konzentriert. Und der nächste Schritt für uns ist erst eben diese Infrastruktur, das Crowd-Network aufzubauen, wo es wirklich darum geht, die Gedanken, die wir von Anfang an hatten, nämlich einen Finanzmarkt, einen Kapitalmarkt der Zukunft zu schaffen, hier quasi in den nächsten Schritt zu gehen und das in die Zukunft fortzuführen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum? Warum bleibt ihr nicht bei dem, was ihr eh schon gemacht habt? Warum muss jetzt da dieses komische Krypto und Blockchain dazu? Das hat ein paar Gründe. Das eine ist, wenn man sich den globalen Alternativfinanzierungsmarkt anschaut, und das umfasst jetzt alle möglichen Themen. Das ist Crowdinvesting, das ist Peer-to-Peer-Lending, Krypto etc. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier, glaube ich, sehr eindrucksvoll, dass dieser Markt extrem steigt. Das heißt, wir sehen, die Volumina, die hier finanziert werden, sind immer, immer größer, der Bedarf ist immer, immer größer. Und das wird auch nicht aufhören, wenn man den Prognosen glaubt. In Relation zum etablierten Finanzbereich sind das aber nach wie vor Peanuts, und wir sehen gerade im mittelständischen Bereich, also bei mittelständischen Unternehmen, bei Kleinstunternehmen, sind diese Themen alle noch nicht angekommen und noch viel zu wenig angekommen. Das heißt, wir glauben auch hier, dass der Markt weiter wächst. Wir glauben aber auch, dass dieser Markt immer dezentraler wird, immer lokaler wird, immer industriespezifischer wird etc. Genau deshalb eben einer der Gründe, warum wir gesagt haben, es muss hier Lösungen geben wie unser White Label Angebot. Der zweite Trend, und auch das muss man sich ein bisschen genauer anschauen, ist, über die letzten Jahrzehnte waren eigentlich ein Großteil der Systeme extrem zentralisiert ausgelegt. Das heißt, es war immer so, es gab in der Mitte irgendjemanden und der hat entschieden oder der hat quasi alle Informationen gehabt und hat die dann verteilt etc. Also wenn man sich heute den Bankensektor anschaut, dann funktioniert das genau so. Auf der einen Seite ist ein Unternehmen, das Geld braucht, das geht zur Bank und möchte einen Kredit, und auf der anderen Seite gibt es den Investor, der Geld investieren will, der geht auch zur Bank, kriegt dort ein Produkt und dann verteilt die Bank. Schritt für Schritt brechen aber diese Strukturen auf, und diese Strukturen waren auch lange jetzt im Crowdinvesting und im Alternativfinanzierungsbereich vorwiegend zentralisiert, weil auch da gab es eine Plattform und die Plattform entscheidet, finanziere ich nicht.
Natürlich kam hier ein bisschen die Dezentralisierung schon mit einher, weil natürlich jetzt der Finanzier nicht einer, nicht die Plattform war, sondern viele, aber trotzdem gab es immer noch die Plattform, die da irgendwie mit in der Mitte stand. Und das haben wir gesagt, wir glauben, dass auch das aufbrechen wird, gerade deshalb, weil eben Themen immer lokaler werden, weil Unternehmen auch teilweise überhaupt keine Plattform mehr brauchen, um sich selbst zu finanzieren. Und dadurch genau dieser Schritt in Richtung Dezentralisierung beziehungsweise wirklich verteilter Systeme geht. Und man sieht es hier in der Grafik, dass man eben diesen zentralen Punkt ausschaltet und Schritt für Schritt dazu kommt, dass man sagt, hier wird innerhalb von einem Netzwerk interagiert, gearbeitet, beziehungsweise eben in unserem Fall finanziert. Und genau diese zwei ganz großen Trends, die globale Trends sind, wo man sieht einfach, dass Alternativfinanzierungen notwendig wären, weil eben im Bankensektor Finanzierung gar nicht mehr möglich ist. Gerade in Europa sind Banken in den letzten Jahren eigentlich der Hauptfinanzier von Unternehmen gewesen. Auf der anderen Seite sind sie durch immer stärkere Regularien gar nicht mehr in der Lage, Unternehmen zu finanzieren. Und auf der anderen Seite dadurch, dass man eben sieht, eine Plattform allein kann nicht das gesamte Finanzierungsvolumen heben. Genau deshalb haben wir gesagt, das muss doch einen weiteren Schritt geben und da muss man doch eine Lösung dafür haben. Unsere Lösung ist dafür das Crowd Network und die Idee hinter dem Crowd Network ist es am Ende des Tages zu sagen, diese Plattformen, einerseits Plattformen, die es schon gibt, andererseits Plattformen, die im Entstehen sind, die werden gemeinsam vernetzt. Die werden gemeinsam in einem Netzwerk zusammengeschlossen. In diesem Netzwerk bauen alle auf den gleichen Standard auf und können eben dann genau in dem Gedanken, den ich vorher gerade beschrieben habe, nämlich nicht einer finanziert alles, sondern hier wird gemeinsam im Netzwerk dezentral bzw. komplett verteilt finanziert. Genau das wollen wir mit dem Crowd Network lösen. Das heißt auch für viele in dem Ganzen, dass es dann nicht mehr ist, es gibt eine Plattform, die alles macht und zu dieser Plattform gehe ich, sondern ich finde viele Plattformen im Netzwerk, ich finde viele Unternehmen im Netzwerk und kann mir aber sicher sein, dass die alle auf den gleichen Standard aufbauen und dadurch quasi auch wieder für mich als Investor eine gewisse Einfachheit und eine gewisse Sicherheit in der Umsetzung und im Investment. Wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, wenn es Fragen gibt, bitte einfach drauf losfragen. Wir werden danach noch die Zeit nutzen, um genau all diese Fragen zu beantworten und hier möglichst auf jedes kleine Detail auch eingehen zu können. Warum machen wir das jetzt? Was sehen wir für Vorteile? Das eine ist, wir setzen die Blockchain ein als technologische Basis und das hat ein paar Vorteile, die die Technologie von sich aus schon mitbringt. Einer der wesentlichen Vorteile ist einmal, dass es eben auch hier in der Datenspeicherung, in der Ablage etc. Keine zentralen Systeme gibt, sondern dass hier diese Daten verteilt sind. Das heißt, es gibt nicht mehr einen Single Point of Failure, sondern es gibt hier quasi dieses verteilte System an Daten. Das, was auch mit einherkommt, ist so etwas, das heißt in dem Bereich Smart Contracts. Was ist der Vorteil von Smart Contracts? Smart Contracts sind im Endeffekt kleine Programme, die gewisse Dinge automatisieren. Das heißt, für Unternehmen, die sich über die Crowd finanzieren wollen, ergeben sich dadurch die Vorteile, dass viele Dinge, die heute noch manuell oder semi-manuell passieren, zukünftig automatisiert passieren. Das heißt, ein Großteil dessen, was heute eine Crowdfinanzierung mit sich bringt, kann dann automatisiert oder semi-automatisiert passieren. Das ist ein wesentlicher Vorteil für die Unternehmen, weil dadurch die Kosten fürs Unternehmen reduziert werden und auch Auszahlungen etc. schneller sind. Ich aber auch immer weiß, wer bekommt das Geld. Es gibt eine Transparenz im System. Die im Endeffekt zeigt, wer hat wann wo investiert, wann ist welche Beteiligung verkauft worden etc. Das führt auch zu einem ganz wesentlichen Punkt und Unterschied im Vergleich zum bestehenden Crowdinvesting durch die eingesetzte Technologie und durch das System, was wir hier gerade entwickeln, dass ich zukünftig meine Investitionen zukünftig weitergeben kann, transferieren kann, über einen Marketplace beziehungsweise über ein Trading-System weiterverkaufen kann
und in dem Falle quasi das Ganze wesentlich früher liquide wird. Weil heute, wenn ich in ein Crowdinvesting-Projekt investiere, habe ich eine gewisse Laufzeit und vorher ist es sehr schwierig, quasi diese Anteile oder diese Investition weiterzuverkaufen. Mit der neuen Technologie wird das ermöglicht. Für die White Label Partner, und ja, ich sehe die Fragen werden nachher dann beantwortet, keine Angst. Für die White Label Partner hat es den Vorteil, dass sie alle auf einer einheitlichen Technologie aufbauen und dass sie Teil dieses dezentralen Netzwerks sind. Was heißt das jetzt? Man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt eine Plattform bin, die zum Beispiel nur in Österreich aktiv ist, kann ich dadurch, dass ich Teil dieses Netzwerks bin, unter Nutzung der Partner, die zum Beispiel in Deutschland sitzen, die in UK sitzen, die in Asien sitzen, die in den USA sitzen, dadurch, dass alle die gleiche Technologie einsetzen, kann ich im Rahmen dieses Netzwerks auch meine Beteiligungen in diesen Ländern anbieten. Das ist ein Prozess, der über die Technologie abgebildet wird. Am Ende des Tages ist aber genau das der Vorteil, dass ich quasi, obwohl ich eine Plattform nur in einem Land bin oder in mehreren Ländern, durch dieses Netzwerk plötzlich eine viel größere Reichweite habe und dadurch auch ganz andere Volumen bzw. auch ganz andere Zielgruppen erreichen kann. Was bringt es jetzt für den Investor? Für den Investor hat es diverse Vorteile. Das eine ist einmal dadurch, dass alle Plattformen auf dem gleichen Standard aufbauen, sprich auch auf dem gleichen Clearing-System, heißt das, ich habe die Möglichkeit, mich nur einmal legitimieren zu müssen. Das heißt, einmal, so wie das jeder von Ihnen kennt, der schon mal bei Conda investiert hat, einmal muss ich mich identifizieren, quasi beweisen, dass ich ich bin. Und dann kann ich aber auf allen Plattformen in diesem Netzwerk investieren, kann Beteiligungen von anderen kaufen im Netzwerk und kann quasi durch diese einmalige digitale Identität immer wieder an Finanzierungsrunden in dem Bereich teilnehmen. Das Zweite ist, durch den Einsatz der Blockchain gibt es die maximale Transparenz. Das heißt, jede Transaktion wird gespeichert, wird dargestellt, wird abgelegt. Und dadurch auch die Möglichkeit zu sehen, wem gehört was, wann ist welche Transaktion passiert, etc. Das heißt hier wirklich eine maximale Transparenz für jeden Investor. Wie schon erwähnt, das Thema Verkauf. Für jeden von euch ist der Vorteil dann, dass selbst wenn die Laufzeit einer Beteiligung 10 Jahre ist, aber die Notwendigkeit besteht, vielleicht früher aus dieser Beteiligung rauszugehen, dass ich hier über Exchanges bzw. über Plattformen im Netzwerk auch wieder diese Beteiligungen verkaufen kann und dadurch quasi früher auch wieder Kapital für mich selber habe, um reinzuinvestieren oder eben, wenn ich es für andere Themen brauche, auch wieder hier liquide machen kann. Das Thema Sicherheit ist natürlich zentral. Das ist einer der zentralen Punkte auch der ganzen Cryptocurrency-Community und dem ganzen Thema. Weil hier eben durch kryptografische Methoden die Daten verschlüsselt sind und hier das Ziel ist, eben eine hohe Sicherheit für Investoren, Unternehmen und die Plattformen zu bieten. Das heißt, auch hier ein weiter wesentlicher Faktor, der auch Zukunftsfähigkeit sicherstellen soll, ist einfach, dass man hier eine gewisse Sicherheit für jeden im Netzwerk hat. Was heißt das jetzt? Viele Worte. Was ist jetzt der Unterschied zu dem, was Conda macht? Am Ende des Tages kann man sagen, das, was wir mit dem Crowd Network schaffen wollen, ist, dass wir bestehende Finanzprodukte, sprich Produkte, die wir jetzt auch schon nutzen, eben wie Beteiligungen, Nachrangdarlehen etc., die im Crowd Investing sich über die letzten Jahre schon etabliert haben und durchgesetzt haben, dass wir die mit den Möglichkeiten und den Chancen, die Blockchain-Technologie für uns bietet, kombinieren. Und dadurch für jeden in diesem Netzwerk Vorteile schaffen. Das heißt, es geht wirklich darum, hier den nächsten Schritt zu gehen. Es geht aber wirklich auch hier darum, nicht nur das, was Conda macht, selber weiterzuführen, sondern eben gemeinsam mit unserem White Label Partner, aber auch mit anderen Partnern, die weltweit verteilt sind, hier das Crowd Network wirklich auf einer globalen Ebene Schritt für Schritt zu etablieren und hier auf globaler Ebene Finanzierungen durchzuführen. Nochmal kurz zusammengefasst, ich gehe jetzt nicht jeden Punkt durch, aber was ist das Wichtigste? Das eine ist,
ein sehr einfaches, unbürokratisches Investieren, auch mit dem Hintergrund, jeder Plattform, die Teil dieses Netzwerks ist, nutzt die Technologie. Das heißt, ich brauche mich nicht auf jeder Plattform identifizieren, ich brauche mich nicht auf jeder Plattform registrieren, sondern das wird quasi einmal zentralisiert passieren und ich kann dann hier diese Nutzerdaten für jede Plattform verwenden. Einen hohen Automatisierungsgrad, das heißt auch da wieder das Thema Auszahlungen, das Thema Dividenden etc. passiert quasi automatisiert mit Hilfe dieser Smart Contracts. Auch hier wieder der Vorteil, dass dadurch die Kosten und Transaktionskosten für jeden in dem System sinken und dadurch eben wir es eben schaffen, dass nicht nur ein paar wenige Startups auf globaler Ebene auf das zugreifen können, sondern dass wir dieses Thema ICOs auch für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung stellen. Vielleicht ein wichtiger Punkt, den man auch regelmäßig hört, ist das Thema, na, wie ist denn das juristisch? Darf man das denn überhaupt? Das ist ein Thema, was uns auch mit dem Crowdinvesting jahrelang begleitet hat. Hier ist der wesentliche Punkt und das ist ganz wichtig. Jede Finanzierung, die im Crowd-Network passiert, basiert, wie vorher erwähnt, auf einem bestehenden Finanzierungsinstrument. Das heißt, das sind Instrumente, die es schon gibt. Das sind Instrumente, die schon reguliert sind. Das heißt, wir erfinden hier nichts neu, sondern wir nutzen hier bestehende Elemente. Und der Vorteil ist, dass wir damit auch bestehende Regulierung nutzen können. Das heißt, all das, was wir zukünftig auch anbieten werden, nutzt den bestehenden rechtlichen Rahmen. Damit sind wir auch legal komplett compliant und müssen uns hier nicht mit neuen Themen der Kryptowelt auseinandersetzen, weil, wie gesagt, Dinge einsetzen, die hier schon da sind. Das Einzige, was wir hier ergänzend machen, ist, das quasi auf einer komplett neuen Technologie umzusetzen und dadurch einfach Vorteile für jeden zu schaffen. So, jetzt ist ein wesentlicher Teil das Thema Crowd-Token. Was ist der Crowd-Token? Wie spielt das Ganze jetzt einher? Der Crowd-Token ist im Endeffekt unsere eigene Cryptocurrency, die im gesamten Netzwerk eingesetzt wird, um im Netzwerk Services, Transaktionskosten etc. durchzuführen. Das heißt, alles, was in diesem Netzwerk an Transaktionskosten etc. entsteht, wird automatisiert mit diesem Crowd-Token bezahlt. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Das eine kann sein zum Beispiel, ich möchte eine White-Label-Plattform starten, dann sind dafür eine gewisse Anzahl von Crowd-Token notwendig. Ich möchte als Unternehmen eine Finanzierung starten, auch dafür sind wieder Crowd-Token notwendig. Aber es ist auch das Ziel zukünftig, Investoren, Nutzer, andere Partner im Netzwerk mit Crowd-Token zu incentivieren, sprich, wenn man sich das vorstellt zukünftig, es gibt Unternehmen, die sich hier finanzieren wollen und die Community wird gefragt mit der Bitte um Feedback zum Businessplan etc., ist ein Teil, den wir hier umsetzen wollen, zum Beispiel, dass hier ein Teil der Feedbacks bzw. der Analyse durch die Community dann zum Beispiel mit Crowd-Token incentiviert wird. Das heißt, es ist uns wirklich wichtig zu sagen, in diesem Netzwerk, jeder, der hier Teil hat, kann auf der einen Seite Crowd-Token nutzen, um eben hier gewisse Services zu beziehen, auf der anderen Seite aber auch Crowd-Token wieder verdienen, indem man dem Netzwerk hilft, indem man hier teilnimmt, indem man hier unterstützt und einen Beitrag leistet. Das ist eigentlich die Idee hinter dem Crowd-Token, hier wirklich in dem Netzwerk allen eine Basis zu bieten, mit der man hier Services und Leistungen quasi vergüten kann. Was ist darüber hinaus wichtig? Am Ende des Tages, jeder, der sich mit dem Thema Cryptocurrencies ein bisschen auseinandergesetzt hat, ist zu verstehen, dass hier im Normalfall eine Preisbildung sehr stark darüber basiert, wie Angebot und Nachfrage im Netzwerk sind, beziehungsweise dieser jeweiligen Currency sind. Hier ist es so, dass es eben je mehr Partner im Netzwerk vorhanden sind, desto mehr Crowd-Token sind quasi gefragt.
Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, viele Plattformen im Netzwerk zu haben. Unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Unternehmen in der Finanzierung zu haben, aber eben auch viele Investoren in dem Ganzen zu haben. Das heißt, je mehr Partner in diesem Netzwerk sind, je größer die ganze Crowd-Community ist, desto höher ist der Bedarf an Token und desto höher ist quasi dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Preis wieder steigt. Das heißt, auch hier ist jetzt eben der Vorteil, wenn man hier im ICO mit dabei ist, kann man hier zu sehr günstigen Konditionen Crowd-Token jetzt schon erwerben, um das quasi dann zukünftig auch in Folge von Preissteigerungen etc. potenziell wieder verkaufen zu können. Oder eben auf der anderen Seite, wenn man heute schon weiß, ich möchte eine White-Label-Plattform aufsetzen und ich möchte mein Unternehmen finanzieren, auch hier kann es sinnvoll sein, gleich heute Crowd-Token zu kaufen, um Teil von dem Ganzen zu sein. Wo stehen wir gerade? Wie läuft es mit unserem ICO? Was ist ein ICO überhaupt? Ich habe es vorher schon ganz kurz erwähnt. ICO steht für Initial Coin Offering. Der Name orientiert sich ganz stark am Initial Public Offering, sprich am Börsengang. In dem Fall werden eben hier keine Aktien begeben, sondern unser Crowd-Token. Das heißt, hier passiert der Verkauf des Crowd-Token und jede und jeder können hier im Rahmen des ICOs Crowd-Token kaufen. Wir haben aktuell über 1 Million Crowd-Token bereits verkauft. Wir sind zurzeit in der Pre-Sale-Phase, die noch bis Anfang August läuft, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wenn wir über 6 Millionen, also wenn wir 6 Millionen Crowd-Token verkauft haben. Was heißt Pre-Sale? Pre-Sale heißt am Ende des Tages nichts anderes, dass wir hier die Möglichkeit geben, Leute, die sehr früh sich committen und hier sehr früh Token kaufen, noch einen Bonus bekommen. Das heißt, wenn ich heute um 1.000 Euro investiere, bekomme ich je nach Investitionshöhe bis zu 30% Bonus. Das heißt eben dann zum Beispiel 1.300 Token. Das läuft eben jetzt bis Anfang August. Es gibt hier, wie schon auch geschrieben, weitere Informationen bei uns auf der Website unter ico.conda.online beziehungsweise Light und White Paper. Es gibt auch für die technisch Interessierten ein sehr detailliertes technisches Paper, wo die Lösung, die ich vorher gerade kurz nur umrissen habe, im Detail beschrieben wird. Wir haben auch auf der Webseite eine Demo unseres aktuellen Prototypen. Das heißt, hier sieht man schon, wie das Ganze dann auf der Blockchain laufen wird. Das heißt, all diese Dinge sind bereits online verfügbar, kann man sich anschauen und ist natürlich auch ein Teil, wenn man jetzt heute weitere Fragen hat, wo man vielleicht sich weiter informieren kann, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich das alles einmal zu Gemüte führen. Warum Token kaufen? Das eine ist natürlich, wir wollen mit jedem von euch gemeinsam diese Pionierarbeit, die wir die letzten Jahre geleistet haben, weiter fortsetzen. Das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum wir das überhaupt tun. Wir sehen einfach, hier gibt es Potenzial, hier gibt es Notwendigkeiten, den nächsten Schritt zu gehen. Wir glauben ganz stark daran, dass die Technologie und dass das ganze Thema Dezentralisierung und verteilte Systeme in den nächsten Jahren zentral werden, dass der Kapitalmarkt und der Finanzmarkt sich wesentlich verändern werden. Und wir wollen da nicht zuschauen, sondern wir wollen da wie so oft vorne weglaufen und einer der Ersten sein. Und wir glauben aber auch, dass das nicht alleine geht, sondern nur gemeinsam. Und wir wollen rund um das Crowd Network eben eine Community bauen. Das heißt, jeder, der eben hier jetzt teilnimmt im ICO und Crowd-Token kauft, wird am Ende des Tages Teil dieses Netzwerks und das Ziel ist es auch hier, gemeinsam das Netzwerk weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben auch vorgesehen, ein gemeinsames Development-Programm, wo man hier gemeinsam mit der Community entscheidet, wo geht das Netzwerk hin, was soll als nächstes passieren, was braucht es überhaupt, um hier den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, all das wollen wir gemeinsam mit euch schaffen und deshalb eben auch der Aufruf, hier Teil jetzt auch des ICOs zu werden. Gleichzeitig aktuell gibt es eben noch diesen 30%igen Bonus, was natürlich auch nicht uninteressant ist. Und um dann am Ende des Tages, sobald wir auf Exchanges gelistet sind, hier zum Beispiel, wenn man Teile wieder verkaufen will, hier über die Exchanges mit Gewinn verkaufen kann. Und auch der Aufruf, uns zu unterstützen, nicht nur selber zu Token zu kaufen, sondern auch
andere mit an Bord zu holen. Das heißt, es gibt, wenn man sich bei uns auf der Plattform whitelistet, das wird alles beschrieben auf ico.conda.online, dann kann man hier auch, wenn man whitelistet ist bzw. investiert hat, bekommt man einen Referral-Link, den man dann mit Partnern, Freunden, Bekannten teilen kann. Und all die auch investiert haben, gibt es dann nochmal quasi Empfehlungstoken dafür, dass man hier quasi auch beigetragen hat, dass das Netzwerk größer und größer wird. Also das heißt, ganz stark natürlich von uns der Aufruf, dabei sein, unterstützen und mit uns gemeinsam den Finanzmarkt der Zukunft schaffen. Wir glauben ganz stark darin, wir sehen das auch aufgrund der Feedbacks der letzten Wochen und Monate, dass der Bedarf da ist. Wir bereiten zurzeit gerade bereits 3 Finanzierungen auf dieser neuen Technologie vor. Das heißt, wir werden hier hoffentlich noch in den nächsten Wochen und Monaten bereits die ersten Beispiele liefern können, Echtbeispiele. Das heißt, da geht es dann nicht um konstruierte Beispiele, sondern das sind Unternehmen, die aktiv mit uns gemeinsam im Crowd-Network Geld einsammeln können. Das sind zurzeit ein Startup und 2 mittelständische Unternehmen. Wir sprechen dort von einem angezielten Gesamtvolumen zwischen 50 bis 80 Millionen Euro. Das heißt, da geht es dann wirklich in andere Dimensionen. Da sehen wir aber auch, dass es eben dann nicht reicht, nur in Österreich Geld einzusammeln, sondern es soll wirklich auf einer internationalen Ebene passieren. Aber all das auf Basis des Crowd-Networks. Soweit einmal in aller Kürze eine Einführung ins Crowd-Network. Es gibt schon einige Fragen. Ich werde mich denen jetzt widmen. Wenn es weitere Fragen gibt, dann bitte weiterhin im Chat schreiben. Ich gehe es jetzt einfach in chronologischer Reihenfolge durch. Gibt es bereits Plattformen außer der Conda-Welt, die beim Crowd-Network mitmachen? Ja, gibt es. Wir sind gerade in Vorbereitung der Landingpage für das Crowd-Network, wo dann diese Partner auch dargestellt werden. Das sind Partner im europäischen Raum, das sind Partner im asiatischen Raum und im amerikanischen Raum. Das heißt, das wird in wenigen Tagen und Wochen dann auch veröffentlicht. Das sieht man dann auch, in welchen Regionen man zum aktuellen Zeitpunkt gemeinsam mit dem Crowd Network Kapital einsammeln kann. Wie gesagt, unsere Schwerpunktregionen sind hier zurzeit Europa, Asien und USA, jeweils eben mit Partnern im Netzwerk, die alle auf der gleichen Technologie aufbauen werden. Weitere Frage, kann ich nach wie vor in Euro investieren? Ja, an dem wird sich nichts ändern. Das heißt, auch zukünftig kann ich in Unternehmen, die sich über die Plattform finanzieren, in Euro investieren, zusätzlich in Kryptowährungen. Das Gleiche gilt auch für unseren ICO. Das heißt, auch wenn ich heute Crowdtoken kaufen möchte, kann ich das in Euro machen, aber eben auch in Kryptowährungen. Das heißt, wir glauben sehr wohl, dass nicht alles von heute auf morgen nur mehr Krypto ist. Deshalb ist es ganz klar auch zukünftig möglich, in Euro zu investieren, sprich in klassischen etablierten Währungen. Eine weitere Frage, wozu benötigt ihr das Geld vom ICO? Ja, wie man sich vorstellen kann, ist eine neue Art des Kapitalmarkts schaffen nichts, was von heute auf morgen passiert. Und deshalb war für uns ganz klar der Weg, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich ein bisschen nach Practice what you preach, das System des ICOs auch für uns selber nutzen und hier uns selber finanzieren. Und deshalb eben ganz klar zu sagen, wir machen für uns selbst den ICO. Im Endeffekt wird das Kapital primär dafür verwendet, genau dieses Netzwerk einerseits technologisch, aber auch inhaltlich aufzubauen. Das heißt, hier geht es ganz stark darum, einerseits die Entwicklung voranzutreiben, andererseits auf internationaler Ebene die Partner an Bord zu holen, Finanzierungen umzusetzen und das Thema natürlich auf globaler Ebene bekannt zu machen. Und das ist natürlich unsere Vision und unsere Schritte, die wir in der Zukunft setzen wollen. Und dafür wird die Finanzierung aus dem ICO am Ende des Tages auch umgesetzt. Eine weitere Frage, wozu muss ich mich whitelisten? Ja, das ist ein Teil des Investitionsprozesses zurzeit. Was heißt Whitelisten? Im Endeffekt heißt Whitelisten, dass ich mich für das Investment registrieren muss. Das heißt, ich muss hier mein Wallet, also sprich ähnlich wie mein Bankkonto, einmal registrieren, freischalten lassen, um dann quasi von diesem Wallet, von diesem quasi Cryptocurrency-Konto unter Anführungszeichen investieren zu können.
Das mag jetzt für den einen oder anderen komplex und komisch und schwierig klingen. Deshalb nehme ich gleich die eine Frage vorweg. Ich bin technisch nicht so versiert. Kann mir wer von Conda beim Investieren helfen? Ja, also unser Team steht über diverse Kanäle zur Verfügung. Wir werden auch im Nachhinein noch an jeden der Teilnehmer Infos schicken, wie das funktioniert. Plus wir werden hier auch zur Verfügung stellen, um persönlich zu unterstützen. Sprich, keiner wird alleingelassen und jeder, der Interesse hat, wird hier Schritt für Schritt auch durch den Prozess geführt. Eine weitere Frage, die freut mich besonders, weil eines meiner Lieblingsthemen, Blockchain und DSGVO, also die neue Datenschutzgrundverordnung, Recht auf Löschung, können hier die Daten auf Anfrage des Investors auch wieder gelöscht werden? Natürlich, das heißt, hier ist es auch wichtig zu sagen, dass jetzt die Daten des Investors selbst nicht direkt auf der Blockchain liegen. Das heißt, wir haben hier natürlich in den Konzepten vorgesehen, dass diese Dinge möglich sind. Es muss ja auch nur ganz bewusst sein, natürlich, solange ich eine Beteiligung halte zum Beispiel, kann ich gleichzeitig nicht sagen, löscht meine Daten, weil diese Daten ja weiterhin genutzt werden für diese Beteiligung. Aber ja, das ist berücksichtigt und es ist uns natürlich auch ganz wichtig, dass hier behutsam mit den Daten der Investoren umgegangen wird. Wir glauben ganz fest daran, dass es wichtig ist, Datenschutz ernst zu nehmen und eben auch Sicherheit ernst zu nehmen, gleichzeitig aber auch ein hohes Level an Transparenz zu halten. Aber genau das bietet eben die Blockchain. Ändert sich für mich was als bestehender Investor bei älteren Projekten? Nein, es ändert sich überhaupt nichts. Aktuell wird sich gar nichts ändern. Es wird sich auch zukünftig einmal für die bestehenden Crowdinvesting-Projekte nichts ändern. Schritt für Schritt werden wir aber auch die Crowdinvesting-Projekte auf die Technologie überführen. Für den Investor selbst ändert sich aber in der Handhabung im ersten Schritt überhaupt nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich zukünftig weitere Vorteile habe, wie eben die einfachere Übertragbarkeit etc. Das heißt, all das ist uns wichtig, dass wir hier Schritt für Schritt einen Mehrwert bieten, aber sonst ändert sich ja mal aktuell nichts und wie gesagt, für bereits bestehende Beteiligungen ändert sich überhaupt nichts. Schritt für Schritt ist auch da das Ziel, die Vorteile Schritt für Schritt auch den bestehenden Projekten quasi angedeihen zu lassen. Aber das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Token und Finanzamt, steuerliche Behandlung von Token etc. Gute Frage, wichtige Frage. Ist sehr unterschiedlich je Land, muss man auch sagen. Also dadurch, dass wir ja nicht nur in Österreich aktiv sind, sondern in mehreren Ländern, ist das keine Frage, die jetzt innerhalb von einer Minute zu behandeln ist. Vor allem, weil nicht jedes Land hier sich selbst aktuell bereits ganz sicher ist. Das, was wir mit Sicherheit sagen können, ist für unsere Token, sprich für Token, die dann Beteiligungen an Unternehmen sind, alles, was rund im Crowd-Network passieren wird, dadurch, dass hier bestehende Instrumente genutzt werden, werden die auch steuerlich behandelt werden, die darunterliegenden Instrumente. Sprich, das Nachrangdarlehen, das darunter liegt, wird auch zukünftig auf der Blockchain genauso behandelt. Wenn es Detailfragen gibt, die bitte auch stellen, die können wir dann direkt behandeln. Wie gesagt, wir sitzen ja auch zum Beispiel in Österreich im Fintech-Beirat des BMF, also des Finanzministeriums, wo genau diese Themen zurzeit behandelt wird und wo man auch versucht, Schritt für Schritt Klarheit zu schaffen. Aber wie gesagt, auch hier ist Work in Progress, das ist nicht von heute auf morgen gelöst und hier arbeiten wir auch aktiv mit, dass es hier quasi Lösungen gibt und auch öffentliche Stellungnahmen. Wie gesagt, wenn es Detailfragen gibt, bitte die direkt stellen und wir beantworten die dann im Face-to-Face. Wie überprüft ihr, ob eure Partner in deren Plattformen Scams anbieten, Firmen, die aussteigen und mit Geld aussteigen, sobald sie es haben. Also prinzipiell ändert sich auch hier im Prozess jetzt nichts, den wir auch im Crowdinvesting genutzt haben. Das wird es auch zukünftig sein. Das heißt, wenn ein Unternehmen zurzeit das bei uns Crowdinvesting machen möchte, ist das ein mehrstufiger Prozess. Das ist ein Prozess, wo auf der einen Seite zuerst eine Analyse bei uns im Team passiert, wo man auch das Team trifft.
Im zweiten Schritt gibt es dann nochmal bei uns ein internes Advisory Board, das hier nochmal seine Einschätzung abgibt. Und dann gibt es noch einmal gemeinsam mit einem externen Partner eine Überprüfung der Unternehmensangaben, wo wir dann auch je nach Land die rechtlichen Erfordernisse sicherstellen. Das heißt, in Österreich muss ich je nach dem, wie viel Kapital eingesammelt wird, entweder ein Informationsblatt bzw. ein Kapitalmarktprospekt oder ähnliches erstellen. Und hier quasi gibt es den Partner, der hier die Angaben auf Konsistenz und Kohärenz überprüft. Das heißt, hier wird dann eben sich angesehen, wer steht hinter dem Unternehmen, wer sind die wirtschaftlichen Eigentümer, wer sind die rechtlichen Eigentümer, wie viel Geld steckt in dem Unternehmen schon drin, wie schaut bisher das Ergebnis von dem Unternehmen aus, etc. Das heißt, all diese Themen werden hier quasi nochmal von einem externen Partner überprüft, und nur wenn es hier keine Findings gibt, dann machen wir in der Finanzierung weiter. Auch das wird sich zukünftig nicht ändern. Auch das ist der Prozess, den wir zukünftig mit Conda weiterführen werden. Prinzipiell ist auch hier das Ziel, dass jeder Partner im Netzwerk sich sich diesem Prozess unterwirft, weil wir natürlich wollen, dass auch im Netzwerk die Qualität hoch ist. Aber auch hier arbeiten wir Schritt für Schritt an quasi Spielregeln für alle. Es gibt ja auch Bestrebungen prinzipiell in Österreich für den ICO-Markt an sich auch solche Spielregeln, so einen Verhaltenskodex etc. zu erarbeiten. Auch hier sind wir aktiv dabei. Das heißt, unser Ziel ist natürlich, dass die Unternehmen, die Kapital einsammeln, erfolgreich weiterwirtschaften, dass sie im Optimalfall erfolgreich sind und auch, dass die Investoren verdienen. Also das ist natürlich unser oberstes Ziel, weil das ist am Ende des Tages auch das, was wir als unsere absolute Unternehmensmission sehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in einem Leben, gerade beim Startup, immer wieder Herausforderungen, die dazu führen, dass Dinge langsamer vorangehen, dass bei kurzen Ressourcen oder bei wenig Ressourcen Dinge dann nicht so schnell passieren, beziehungsweise auch, dass nicht jedes Unternehmen erfolgreich ist. Aber auch da ist wieder ganz klar von uns der Zugang, dass wir sagen, wir wollen nicht nur Startups finanzieren, wir wollen mittelständische Unternehmen finanzieren, wir wollen Immobilien finanzieren und wir wollen euch die Möglichkeit geben, sich hier ein Portfolio an unterschiedlichen Unternehmen, an unterschiedlichen Beteiligungen zusammenzustellen, um eben in Summe positiv wirtschaften zu können. Aber da eben auch ganz klar die Empfehlung, nicht nur in ein Unternehmen zu investieren, sondern in viele Unternehmen zu investieren, um hier eben einen Portfolioeffekt zu haben. Gut. Das war jetzt einmal der Großteil der Fragen. Es gibt noch ein paar Detailfragen, die werden wir, wie erwähnt, im Nachgang gerne beantworten. Auch wenn es später noch Fragen gibt, die dann, wenn man das heute sickern lässt, kommen, gerne auch nochmal per E-Mail, per Telegram oder sonst jeden Kanal, wo ihr uns erreichen könnt, Fragen stellen. Gerne auch an team@conda.eu. Wie gesagt, weitere Details auch auf der Webseite ico.conda.online. Und damit beenden wir das heutige Webinar. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und natürlich, dass ihr alle fleißig Crowdtoken kauft und uns gemeinsam helft, den Kapitalmarkt der Zukunft mitzugestalten. Damit einen schönen Tag und bis bald.